sehr spaßig. Das reicht. Niemand verlässt den Raum. Wir müssen die Angelegenheit erst aufklären. Und deswegen gehe ich nicht gern essen. Weil du genau dieses Szenario fürchtest? In etwa. Und ich hasse es, das Trinkgeld auszurechnen. Ladies und Gentlemen, es ist merkwürdig. Ja, wo ist das Steak, frage ich mich. Jeder von uns wird jetzt verdächtigt. Doch der Dieb stellt sich wohl nicht. Paige hat ein Motiv, ich weiß es genau, denn sie handelt nach Instinkt. Sie braucht einen Skandal, ihr ist alles egal, weil der Pulitzerpreis winkt. Nein, aber wahrscheinlich war es Kendra, die Frau, die Ambrose scheinbar liebt. Sie wollte nicht, dass er den Beefshake trinkt und ihr danach einen Kuss gibt. Es gibt viele Fragen. Wollen den Fall knacken? Wem geht's an den Kragen? Wollen den Fall knacken? Oder was doch, der liebe Chefkoch? Er würde so ein Steak niemals pürieren. Ganz offensichtlich war es Ambrose. So kann er seine Schwester blamieren. Ein Bitzi steckt dahinter. Hieb und stichfest, der Fall ist doch klar. Oh, ich glaube, es war dein Butler. Persönlicher Assistent. Dieser Kerl ist unberechenbar. So viele Entschuldigungen. Feindschaft ist das Resultat. Ein Fall dabei, Geschmack im Mund, das ist Verrat. Es gibt viele Fragen. Wollt den Fall knacken? Jeder hätte das Steak stehlen können, außer dir offensichtlich. Du kannst einfach nicht.